Von meiner Mutter habe ich den ganzen Glauben und die ganze die Gegenwart Gottes habe ich in ihr gespürt. Ja? Und mit 6 Jahren habe ich schon gesagt, dass ich Priester werde. Ja? Und das war so, dass wenn ein Besuch gekommen ist, dann hat mein Vater mich und meinen Bruder, kleinen Bruder, gerufen. Wir waren 6, 7 Jahre alt. Und ja, vor dem Besuch wollte er zeigen, wie die Kinder sind. Und immer gefragt, was ihr sein werdet. Ja? Und mein Bruder hat immer gleich mit etwas mit Pferden. Ja? Und ich hab vom 6. Jahr an habe ich ganz klar gesagt, ich werde Priester. Ja? Mein Vater hat das überhaupt nicht verstanden. Er ist nicht religiös aufgewachsen, sondern so diese fast höhere Klasse von Budapest im 18. Jahrhundert. Ja? Und hat er nach meiner Mutter immer in die Kirche gegangen, aber eigentlich, das hat er nicht verstanden, was Religion ist. Ja? Aber er war ein sehr, sehr guter Mensch. Meine Mutter wollte Ordensfrau werden, ja, und hat deswegen schon die Uni gemacht und Doktor gemacht in ungarischer Sprache und Lateinisch war das Zweite. Und das war Bedingung für die in die Sacré-Cœur eintreten, weil damals dürften die Ordensschwestern nicht hinausgehen, nicht einmal an die Uni. Und deswegen musste er die Uni vorher machen, vor dem Eintreten. Ja? Und nachdem sie das Doktorat gemacht hat, hat die Familie noch auf ein Treffen von mehreren Familien in Südungarn gemacht. Und dort hat er meinen Vater kennengelernt, haben wir den ganzen Abend gesprochen. Und in der Nacht hat sie ganz klar gehört, als Wort Gottes, dass Gott ihr gesagt hat, ich will deinen Sohn. Und dann hat sie geheiratet. Solange sie gelebt hat, war eine sehr starke Verbindung, als ich in Argentinien war und sie in Ungarn oder in Amerika, war immer eine sehr starke Verbindung. Das habe ich ganz klar gespürt und das hat sie auch gesagt, immer wieder, dass sie das gespürt hat.